Sechstes Testspiel in der laufenden Vorbereitung für die Austria und der Gegner ist diesmal der FC Bergheim aus der Salzburger Liga. Bergheim steht zu Beginn gut und vor allem tief macht die Mitte dicht. Es gibt den Violetten wenig Platz, Chancen wie hier diese durch Lazarevic lassen sie aus. Ja, wenn der Ball nicht durch die Mitte kann, dann muss er eben über die Seite. Purkrabek zu Marasek, der zu Purkrabek. Ja, und Flanke oder Schuss, das ist hier die Frage. Omerovic und Großtat des Torhüters. Die Bergheimer von Trainer Robert Gierzinger haben bisher 4 Testspiele absolviert, dabei zuletzt einen Sieg gegen Pleinfeld eingefahren. Ja, schweres Foul an Fabian Triebel, da hat der Bergheimer Kapitän Stefan Neubauer Glück, dass er hier nur gelb sieht. Triebel kann dann nach einigen Minuten glücklicherweise weitermachen. Tja, wie war das mittendrin statt nur dabei? Jetzt hat auch der Kameramann einen Ballkontakt. Lazarevic auf Hödel und sein Ball streicht knapp über das Tor. Omerovic, der ist heute überhaupt sehr aktiv mit einer Hereingabe. Lazarevic, der Ball in den Maschen. Aber der Linienrichter glaubt hier eine Abseitsposition erkannt zu haben. Es bleibt beim 0:0. In der Halbzeit muss dann Triebel raus, der Knöchel schmerzt doch zu sehr. Nach ein paar langsamen Minuten kommt die Austria in Schwung. Omerovic lässt hier den Gegenspieler stehen, findet dann aber in der Mitte keinen Abnehmer. Der Ball läuft nun insgesamt flüssiger. Meier zu Memic. Er kriegt den Ball gleich wieder zurück, läuft durch die Abwehr und setzt den Ball in die Maschen. Drin ist er, schön gemacht, schnurstracks durch die Abwehr. Bravo. Kurz darauf wird Lukas Purkrabek nicht regelkonform von den Beinen geholt. Klare Sache, es gibt 11 Meter für die Austria. Nico Meier tritt an. Ball in den Maschen, 2:0 für die Hausherren. Auch Andrej Lazarevic kommt dann noch zu seinem Tor, 3:0 in der 78. Minute. Das haben wir aber leider nicht mit der Kamera einfangen können. Wie hast du es gesehen von der Seitenlinie? Ja, ich glaube, dass wir die 90 Minuten heute mal versucht haben, unser Spiel durchzuziehen, so wie wir es uns vorstellen. Wir waren, denke ich, halt gut im Spiel. Der Gegner, ja, ist ganz, ganz tief gestanden. Es war schwierig, um da sofort Lösungen zu finden. Ich glaube, dass wir die erste Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht haben. Auch die zweite Halbzeit. Der Fakt ist, dass wir trotz alledem immer 2-3 Situationen drin haben, wo wir kopflos agieren, wo wir dann in Konter reinlaufen und das darf uns auch gegen so einen Gegner nicht passieren. Und da müssen wir noch besser werden und an dem gilt es weiterhin zu arbeiten. Wer in der zweiten Halbzeit wieder aufgezeigt hat, ist Melvis Memic, einer unserer ganz Jungen. Das freut einen als Trainer ganz besonders, oder? Ja, auf alle Fälle. Der Meli hat letzte Woche 2 Tore geschossen, heute hat er auch wieder eins gemacht, aber er hat sich in den letzten Wochen extrem gesteigert. Er spielt das, was wir von ihm verlangen und da sieht man dann auch, dass es funktioniert. Und er kann ein bisschen stolz auf sich sein und wir freuen uns, dass er momentan so gut drauf ist. Aber gerade für junge Spieler ist dann immer wichtig, die Leistungen zu bestätigen auch im Training.